Fußballfreunde, Soccer Service ist heute zu Gast beim Spitzenspiel TSV Hornstetten gegen den SV Stadtwerke Augsburg. Hier am Mikrofon haben wir den Spielführer des SV Stadtwerke, Daniel Gristitsch. Daniel, ich sehe, du bist nicht umgezogen, kannst nicht, heute nicht auflaufen. Was passiert? Ja, gegen Anhausen vor 2 Spieltagen habe ich einen Schlag aufs Knie gekriegt. Und ja, Doc hat gesagt, ungefähr 3 Wochen muss ich aussetzen. Ist blöd auf dieses Spiel. Überragendes Spiel heute, super Wetter. Zuschauer kommen, ihr seid da. Das Bessere gibt es nicht. Aber was wirst du machen? Man merkt, man hängt so ein bisschen nach, natürlich ganz klar. Ihr habt ja in den letzten Wochen, sage ich mal, eigentlich eine recht konstante Leistung abgerufen. Worauf führst du das zurück? Ja, wir haben einfach einen Lauf. Das ist einfach so. Wenn du Lauf hast, hast du einen Lauf und kann ich nichts beschreiben. Training, sau super, läuft. Bernd macht es gut. Jetzt haben wir wieder einen Neuzugang gekriegt. Mal schauen, wie sich der einführt. Schauen wir mal. Also wir gehen davon aus, dass wir heute siegen. Dann lassen wir Hornstetten hinter uns. Gegen ist nur da, aber haben halt Hornstetten 7 Punkte hinter uns. Dann lassen wir heute gewinnen. Auch positiv. Du hast die Frage vorweggegriffen. Dein Tipp für das heutige Spiel? Ja, wird eng. Also ein Tor, glaube ich, entscheidet. Ein Torunterschied. Gibst du einen Tipp abgeben? Kann ich nicht. Also Platz ist nicht, spricht nicht für uns, sage ich mal. Torwart hat sich auch schon ein bisschen beschwert. Aber die haben gleiche Verhältnisse, also wird knapp, sage ich. Also wird knapp. Ich sage kein Ergebnis, aber ein Tor entscheidet, sage ich. Okay, Daniel, viel Erfolg für dein Team. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, liebe Sportfreunde, Soccer Service hat hier am Mikrofon eine überraschende Neuverpflichtung des SV Stadtwerke Augsburg. Werner Heiß, ehemalige FCA, Schwaben Augsburg, TSV Friedberg. Werner, wie kamst du der Blitzverpflichtung von dir? Ja, da war ich genauso überrascht. Der Bernd ist ja ein guter Freund von mir und dadurch, dass jetzt personelle Probleme haben, hat er mich gebeten, da ich jetzt nach 6 Monaten frei bin, bis zum Ende der Saison bei Stadtwerke auszuhelfen. Du hast es vorweggenommen. Wie sieht dein Engagement nach dem Bereich der normalen Rückrunde jetzt aus für die neue Saison oder wie läuft sportlich? Was hast du als Zielsetzung gesetzt? Ja gut, jetzt für Stadtwerke ist es ja so, das sind die 6 Spiele. Ich will natürlich aufsteigen, ist ja klar, sonst hätte ich das ja jetzt auch nicht gemacht. Aber ich bin hier nur ein Notnagel. Also das ist die Mannschaft, die eine sehr gute Runde spielt und ich helfe dem Bernd aus, wann er das will. Und ist nicht mehr oder nicht weniger. Und nächste Saison, ob ich sportlich überhaupt noch mal was mache oder was, das ist in meinem Alter dann nicht mehr so relevant. Okay, zum Abschluss wollen wir natürlich einen Tipp von dir. Wie geht das Spiel heute aus gegen den TSV Hornstetten? Ja, ich denke, dass wir 3-1 gewinnen. Klares Statement. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Sportfreunde, Soccer Service ist heute ja beim Spitzenspiel TSV Hornstetten gegen den SV Stadtwerke Augsburg. Ich habe hier den Fußballvorsitzenden Günther Schmid. Günther, aus deiner Sicht heute Spannung vom Spiel? Ja klar, logisch, die Spannung ist da. Wir haben das absolute Spitzenspiel am Wochenende von der Kreisliga. Stadtwerke ist Tabellenführer, wir sind Tabellendritter. Spannung da, Anspannung da, alles da. Ich habe vorhin auf den Spielberichtsbogen beobachtet, Dennis Gilg, der Spielertrainer vom TSV Hornstetten, kann nicht auflaufen. Wie schwer ist es deiner Meinung nach, den Dennis zu kompensieren? Ja gut, wer die letzten Spiele gesehen hat, weiß, wie schwierig es ist, den Dennis zu kompensieren. Was mir aber mehr Sorgen macht, das sind die anderen Ausfälle. Es Hoffmann, Sebastian, langfristig verletzt. Am Samstag hat sich der Röhrle Thomas noch Schultereckgelenksprengung zuzogen. Jetzt hat sie beim Aufwärmen der Mössner Gernot noch verletzt. Also wir sind so ziemlich auf der letzten Kante heute. Trotzdem ein Fazit, trotzdem ein Tipp. Wir gewinnen 2-1. Klares Statement, gib weiter, danke.